In Office 365 bietet Microsoft ein Zusatztool an, den sogenannten Translator, der auch in OneNote eingebunden ist. Damit kann man Texte in viele Sprachen übersetzen. Das macht es möglich, beispielsweise gerade Schülern, die neu zugezogen sind und der deutschen Sprache noch nicht besonders mächtig sind, beispielsweise Texte übersetzen zu lassen oder auch für Eltern, die die deutsche Sprache nicht gut verstehen. Dazu kann man einen Text aktivieren. Und mit der rechten Maustaste das Menü aufrufen. Hier gibt es den Bereich Übersetzen. Meistens oder häufiger kennt er die Sprache, in der es geschrieben ist. Und jetzt kann ich hier sagen, ich hätte das gerne in verschiedene Sprachen übersetzt. Da gibt es eine ziemlich große Auswahl, wie man sehen kann. Ich lasse das jetzt mal in Englisch übersetzen. Und der Text erscheint dann automatisch hier. Es gibt unten ein paar Möglichkeiten noch, wo angezeigt wird, wie verschiedene Wörter, die man hier anklickt, übersetzt werden könnten. Wenn ich einfügen klicke, ersetzt er automatisch den Text mit dem fremdsprachigen Text.